Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Ey. Du kannst es dir nicht ausdenken. Zack, da ist auf einmal mein Internet weg. Ah, mitten in der Aufnahme. Jetzt stehe ich hier wieder. Zweite Runde. Bärensee. Karpfen. So, du Lümmel, komm ran. Erste Runde Karpfen. War gar nicht schlecht. Ist ja noch ein bisschen was im Kescher drin. Ich bin direkt wieder hier an die gleiche Stelle marschiert. Und da habe ich mir gedacht, komm, Alter, hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Deswegen nimmst du jetzt eine andere Köderkombination. Warum auch nicht? Wenn es funktioniert, weiß ich ja, dass es funktioniert. Deswegen kann man auch mal direkt wieder was Neues testen. Wäre sonst auch langweilig, Alten. Wie stand ich gerade hier? Ich stand gerade hier an der Stelle. Schön entspannt auf 27 Meter und dann richtig lecker mit schwarze Johannisbeere komplett reingeballert. Schwarze Johannisbeere hat echt gut funktioniert. Das dickste, was reingeballert ist, war ein 17 Kilo schwarzer Amur. Der ist ausgeschlitzt, sehr gut, da können wir mal eben reingucken. 17 Kilo schwarzer Amur, schwarze Johannisbeere, lila. Richtig, richtig schön. So muss das sein. Gerne mehr davon. Die bringen eben auch ordentlich Kohle rein. Ne? Also das lohnt. Jetzt holen wir den mal eben kurz zurück. Ja, und da habe ich mir gedacht, komm, Alter, jetzt weiß ich ja, dass es lübt. Also probierst du doch mal jetzt was anderes. Und ja, ich bin ja eh wieder frisch eingeloggt und war jetzt hier bestimmt eine halbe Stunde ohne Internet. Und deswegen teste ich jetzt einfach mal komplett neu. Diesmal unterwegs jetzt hier mit Muschel. Muschel the way to go. Und bisher auch hier sieht es wieder ganz gut aus. Ja, guck mal hier. Da war der letzte Fisch. 7 Minuten jetzt hier und es geht gerade wieder los. Siehst du mal. Fast eine Stunde. Fast eine Stunde war das Internet weg. Krass. Naja. Ja, jetzt, genau, jetzt geht's halt weiter. Jetzt geht's halt weiter mit Muschel. Das ist jetzt hier gerade der erste Biss. Das sind natürlich die schäbigen Kleinen, die wir nicht haben wollen. Und ich teste jetzt hier einfach gerade nur. Also ich bin komplett planlos. Ich weiß nicht, was geht mit der Muschel. Aber der erste Eindruck war schon mal nicht so schlecht. Und es fängt auch ganz gut an. Wobei da eben auch natürlich noch einige von diesen ganz kleinen Schuppis dabei sind. Die will man ja immer nicht haben. Die schäbigen Kleinen hier, Ette. Schlimm, die Viecher. Sind zwar maßig, aber die sind so einigermaßen wertlos. Deswegen ist das nicht so richtig geil. Zack. Aber auch hier waren es gerade 2, 3 Stück. Nur auf Maiskorn, also Pop-Up-Montage Maiskorn. Wir gehen gleich nochmal detailliert ins, auf das Setup ein. Aber auch hier zwischendurch immer wieder ein paar dickere. Das heißt, das variiert schon stark. Was ich jetzt natürlich noch machen könnte. Und das hatte ich gerade noch gemacht. Vorheriges Setup mit der schwarzen Johannisbeere. Wie gesagt, hier 27 Meter. Ich bin pauschal erstmal jetzt hier überall ohne Futtermische dran. Hatte dann später bei der schwarzen Johannisbeere ein bisschen Futtermische gemacht. So ein bisschen in Richtung was Beeriges. Alles an Beerenfrüchten reingeklatscht. Hat auch funktioniert. Maisbasis und Johannisbeersoße damit reingeballert. Ja, jetzt hier wie gesagt komplett ohne Futtermische. Und einser Haken, was ich jetzt hier natürlich nochmal ändere, ist einmal die Hakengröße. Wir gehen da mal ein bisschen dicker rein. Vielleicht können wir dann dadurch diese winzigen Schuppis ein bisschen vertreiben, beziehungsweise einfach ausmerzen und kriegen dadurch vielleicht einfach mal ein Kilo mehr auf die Rippen. So dass die mindestens mal so hier aussehen, 3 bis 5 Kilo und nicht hier so ganz arg räudig. Also die mag ich, also das ist ja Katastrophe, ey. Katastrophe. Genau, die sollten es schon sein, das wäre nicht so verkehrt. Ja, also gehen wir mal kurz auf Set ein. Genau das gleiche, was ich vorhin eigentlich schon gesagt habe. Ich sage es einfach nochmal, das Testen der Spots läuft immer gleich ab. Das heißt, zum einen teste ich natürlich verschiedene Aromen, aber ich teste auch ein bisschen unterschiedliche Montagearten. Beziehungsweise Sets. Das heißt, zum einen, ein Standard bei mir ist zum Beispiel auf Karpfen immer diese Kombination, einfach nur ein Maiskorn auf der Pop-Up-Montage mit einem Dip. Fertig.
Man kann natürlich auch, wenn du dir sicher bist, okay, jetzt, ich kann es auch dreimal nur Maiskorn und verschiedene Dips testen. Reinschmeißen, erstmal gucken, welche Aromatik funktioniert überhaupt. Ist es fischig, ist es fruchtig, ist es eher würzig von der Aromatik und so weiter und so weiter. Also diese Basics, die müssen ja erstmal getestet werden, bevor die erste Futtermische drin ist. Bevor irgendeine Futtermische drin ist, das erstmal testen. Und dann geht es halt weiter. Upp, komm mal ran hier. Da müssen wir auch nochmal eben ändern. Zack, 1er Haken. Dann machen wir hier jetzt dran. Ja, dann gibt es dieses Setup hier. Muschel, Muschel, Muschel und Muschel. Heißt also, schon mal ein bisschen größer dran gegangen. Mit Muschel als Boilie. Auch hier wieder Pop-Up, Rick. Muschel Boilie. Und Muschel Mais mit dem Dip. Also da ist dann diese Kombination. Heißt also vom präsentierten Köder oder von der Köder-Kombi schon mal deutlich größer. So, haben wir auch draußen. Und dann als drittes entweder nochmal wieder eine Abwandlung, eine andere Variante des ersten. Oder was ich jetzt hier gemacht habe, das ist die klassische Haarmontage. Natürlich auch einfach mal andere Montagearten testen. Speziell ist in dem Fall ist es eine Montage, die auf dem Grund eher liegt. Und ja, auf Krabbemuschel, Muschelfrüchte und Muscheldip jetzt ausgelegt ist. Hier ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung auch nochmal auf Barbe. Eigentlich bei der gesamten Muschelkombination wäre natürlich ein Traum, wenn jetzt hier die Barbe drauf anspringt. Was man natürlich machen kann, ist jetzt genau an der Stelle, wie gesagt, da hinten die Schilfkante. Das ist ja hier so ein bisschen dreiecksmäßig. Man sieht das auch hier ganz gut. Ne? Das ist hier diese Kante in diesem Bereich, dass man dann da vielleicht, also ich werfe da jetzt genau davor und dass ich dann da in diesem Bereich vielleicht einfach mal eine Barbenmische reinballer. Kann ich durchaus natürlich mal machen. Aber ich teste ja jetzt noch. Ich bin ja jetzt noch gar nicht so lange hier. Jetzt will ich erstmal wissen, was geht allgemein rein. Bisher Schwerpunkt die Schuppis. Eine Schleie war tatsächlich gerade noch mit dabei. Ist natürlich auch mal ganz nett. Nimmt man gerne mit. Jetzt, wo es hier so sonnig wird. Tja, durchaus nochmal die Frage, ob man das so beibehält oder vielleicht doch nochmal eher ans Fruchtige geht. Es kann ja durchaus sein, dass jetzt hier, wo die Muschel- und Früchte-Kombi ist, dass es da nochmal ein bisschen besser reingeht. Da heißt es jetzt natürlich erstmal ein bisschen abwarten und gucken und dann reagieren mit der Futtermische. Grundsätzlich bin ich gerade schon ganz zufrieden. Also Frequenz war sofort ganz gut da, gar nicht verkehrt. Genauso überlege ich schon die ganze Zeit, ob ich nicht einfach mich auch nochmal hier hinstelle. In diesem Bereich auch hier ungefähr 25 Meter in diesem Bereich dann reinwerfe. Ne? Von hier aus sind es 27, man kann auch hier mit 27, aber so zwischen, ja ich sag mal 24 bis 26, 27 Meter in dem Bereich werde ich auch gleich nochmal testen. Einfach mal reinballern. Das Schöne ist hier, man kann eben auch hier die Fische schön und locker drillen, auch wenn man mal ein etwas leichteres Setup hat. Die Fische schwimmen vielleicht hier hinten in diesem Bereich und ja, man kann sie gut ausdrillen. Man wird in der Regel nicht leer gezogen. Ich sag mal, wenn man hier mit einem einfachen Setup ungefähr 150 Kilo Schnur da drauf, wenn man damit rumhantiert, ist das schon ganz praktisch. So, jetzt wird das hier aber echt klein gerade. Und trotz des größeren Hakens noch nicht wirklich eine Besserung. Ich würde sagen, ich teste das einfach mal. Und zwar gucken wir uns mal an, wie wir hier vielleicht so eine Barbenmische kombinieren können. Ich habe diese Fische gar nicht vor Ort. Nichtsdestotrotz nehme ich das jetzt mal als Basis. Auch weil ich es dann später nochmal verwenden kann. Wenn wir die Original-Barbenmische nun nehmen mit Sonnenblumenkern, Fliegenmade, Koriander, gucken wir mal, ob wir das noch kombinieren können. Also, Sonnenblumenkern, Fliegenmade, Koriander. Na jetzt aber, hier wollen wir hin. Also, Sonnenblumen, Fliege, Fliegenmade und Koriander. So, dann haben wir da schon mal quasi die Basis
von der Barbenmische. Jetzt könnte man natürlich auch nochmal Lehm nehmen. Warum? Das ist natürlich zum einen die Haltbarkeit. Das heißt, die Wirkdauer ist länger. Zum anderen bleibt das eher auf dem Grund. Es ist alles kompakter. Vielleicht für die Barben insgesamt interessanter. Was dann natürlich wichtig ist, der Köder, den wir gerade verwenden. Und zwar ist das einmal Muschel. Und dementsprechend ballern wir jetzt hier, nehmen wir mal die 8 mm, die größten Muschel-Feed-Pellets rein. Und wir nehmen auch nochmal die Muschel, und zwar hier die Wandermuschel mit rein. Und damit haben wir jetzt hier eine schöne Kombination auf Barbe plus Muschel. Also das ist jetzt hier die Kombination. Und so, genannt, kurz gespeichert, dann haben wir es herstellen. Ja, und das Ding kann man jetzt natürlich dann entweder in der Kombination, dass man jetzt sagt, okay, ich mache mir ein PVA, oder man nimmt sich hier so eine Futterrakete. Komfort, wo haben wir sie denn? Habe ich die? Da haben wir sie doch. Schon ausgerüstet, guck mal. Wo haben wir sie? Wir haben, achso, Barbe hieß es, plus Muschel, so rum, nicht Muschel, Barbe. Barbe, guck mal, hier ist sogar noch ganz viel, habe ich sogar verschiedene Varianten mit Knoblauchpellets und sowas alles. Aber das ist jetzt hier das war die Bernsteinsee-Variante und jetzt haben wir hier die Variante, genau, Sonnenblumenkern, Fliegenmade, Feedpellet, Muschel oder Flusswandermuschel, Lehm, Koriander, also klassische Barbenmische mit Bonus, also klassische Barbenmische plus sozusagen. 27 Meter, zack, und dann werfen wir das Ding natürlich auch raus hier, ziemlich genau in den Clip, gewichtsmäßig ähnlich wie die Karpfenruten, ich lasse es nochmal absinken, und dann holen wir das auch rein hier, so mog wie dat. Reinziehen hier die Anfütterrute. Fertig. Da wollte schon einer wieder dran. Ja, und jetzt heißt es da natürlich auch wieder gucken und testen und variieren. Lübt der Lachs oder lübt der nicht? Das ist halt immer die große Frage. Und wenn er jetzt hier nicht funktioniert, wir wissen ja noch, zuletzt kam ja aus der Community hier auch nochmal diese Stelle hier, 4450, hatte ich auch schon ein Video zugemacht zu den Barben. Auch da werde ich mich dann nochmal hinstellen. Allgemein Barbe immer mega sexy, nicht so schwerer Fisch, übelst gut gezielt zu angeln mit Wurm, mit Käse, mit Muschel. Also es gibt so verschiedene Köder, die da immer gut drauf funktionieren. Köder testen, ja, Spots natürlich testen, Setup nicht ganz so groß, 1er bis 1.0er Haken. Und das Schöne ist, der Fisch ist nicht so mega kampfstark, heißt also auch mit einem 14, 15, 16 Kilo Setup kann man den hier ganz gut rausziehen. Ich teste jetzt erstmal hier noch ein bisschen und dann bin ich gespannt, was da geht. In Gänze bin ich bisher schon echt ganz zufrieden von der Stelle, weil es einfach auch mit verschiedenen Kombinationen an Ködern funktioniert. Heißt also für dich, du guckst einfach mal in deinem Inventar, was du an Boilies oder Pellets hast und schmeißt erstmal raus. Wild reinballern, ohne eine Futtermische und raus damit. Wenn Futtermische, dann würde ich sagen, am ehesten erstmal die normale Karpfenfuttermische. Dann natürlich, wo haben wir sie? Da ist sie, ganz normale Karpfenfuttermische. Im Idealfall natürlich auch geskillt, ne? Ist ja ganz klar. In dem Levelbereich sollte man natürlich auch schon hier 5 Punkte drinne haben. Und dann da auf gute Futtermische gehen oder mit guter Futtermische auf die Karpfen gehen. Ganz klarer Fall. So, jetzt gucken wir erstmal, was hier geht. Ich denke, dass auch so ein bisschen erst in den Abendstunden nochmal ein bisschen was reingeht. Wird aber jetzt alles ein bisschen dauern. Ich würde sagen, auch einfach mal ausprobieren. Schreibt auch gerne mal unten rein in die Kommentare, mit welcher Futtermische ihr hier erfolgreich wart. Wie gesagt, ich bin momentan echt angetan von dem Spot, weil es eben eine sehr breite Geschmackspalette hier gerade, weil die halt gut funktioniert. Testen, testen, testen. P
Petri, ihr Lümmels. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Sehr gut, hier geht es weiter. Ah, ob hier noch eine Barbe reingeht? Ich bin übelst gespannt. Bis dahin, Petri.